Vorsicht, Freund Kronberger, Polizei. Wo ist mein Bruder? Der ist noch früh genug verschwunden. Hat er nichts hinterlassen? Er hatte keine Zeit mehr. Wenn ich nur wüsste, wo er ist. Nein, guten Tag. Ja, Sie können gleich wieder wegfahren. Wir sind beide zu spät gekommen. Ach so, Ihr Taxi ist nicht mehr da. Bitte, wenn Sie wollen, nehme ich Sie gern mit zurück. Bis in die Stadt sind es immerhin 8 Kilometer. Nein, danke. Ich habe noch etwas vor. Fräulein Kronberger, Sie glauben mir nicht. Nein, nein, Ihr Bruder ist wirklich nicht da und er wird auch nicht hierher zurückkommen. Was soll das heißen? Na ja, der Junge ist ja nicht dumm. Er weiß natürlich, dass ich ihm einen Beamten hier lassen werde und außerdem wird dieser hoffnungsvolle Boxernachwuchs da drin ihn rechtzeitig warnen. Tja, ich kann Sie nicht zwingen mitzukommen. Schade. Wenn Chris anruft, sagen Sie ihm, er soll um Gottes Willen keine Dummheiten machen. Ich bin nicht sein Feind. Warum, das weiß er ganz genau. Hier, sehen Sie doch mal drüben auf der anderen Seite nach. Ja, ja, ich schicke Ihnen gleich eine Ablösung. Warten Sie, ja? Ich komme doch mit. Na wunderbar. Ja, das ist alles, Karin. Danach bin ich dann getürmt.